Die Beisetzung von Reliquien, hier der heilig gesprochenen Eltern von Theresia von Lisieux. Die Besprengung des Altars mit geweihtem Wasser. Die Salbung des Altars mit Chrysamöl, wodurch er zum Symbol Jesu Christi wird, der von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde. Das Verbrennen von Weihrauch als Zeichen dafür, dass das Opfer zu Gott emporsteigt. Eine Altarweihe folgt einem ganz eigenen Ritual. Doch auch in dieser Stunde war nicht vergessen, dass einige Medien dieses Projekt heftig kritisiert hatten. Hauptgrund der Kritik: die Kosten. Dennoch brauchen wir uns von niemandem eine Diskussion über einen durchaus beachtlichen Aufwand für einen Altar aufzwingen zu lassen, der Christus in den Mittelpunkt stellt und unmissverständlich auf die Gegenwart des Herrn im allerheiligsten Sakrament des Altars verweist. Wenn man zum Beispiel heutzutage ohne weiteres bereit ist, Millionenbeträge für Entertainment und Freizeitgestaltung auszugeben. Mit 290.000 Euro lagen die Kosten am Ende sogar rund ein Drittel niedriger als nach einer ersten Planung. Doch entstanden ist dafür auch ein ganz neuer Altarraum. Den Gläubigen gefällt's. Sehr schön, sehr schlicht, wunderschöner Naturstein. Also schaut schön aus, ja. Sehr schön. Also kann man lassen. Geil verweiten haben wir gedacht, ja, das ist ja, so ein Betondings oder was. Aber wenn man noch von näher ausschaut, ja, ich glaube schon, dass man das. Ja, das passt. Also mir gefällt das sehr gut, schlicht und hat doch auch Aussagekraft. Wir haben ja ganz bewusst auch von den ersten Planungen zur zweiten Ausführungsphase hin beschlossen, wir nehmen einen heimischen Stein aus dem Altmühltal. Und letztlich ist auch unser Dom aus einem ähnlichen Material entstanden. Der Boden hier stammt auch aus Solnhofen, das ist ein ganz benachbarter Steinbruch. Also insofern heimisches Material und entsprechend steht auch das mit einer ganz unaufgeregten Selbstverständlichkeit im Raum und fügt sich ein. Wir haben jetzt eigentlich das riesige Glück, dass wir eine neue, moderne, zeitgenössische Gestaltung haben, die aber jetzt schon so drin steht mit dieser Selbstverständlichkeit, wie wenn sie eigentlich immer schon zum Dom gehört hätte. Ich bin eigentlich sehr, sehr guter Dinge, dass wir hier etwas geschaffen haben, was in dieser ruhigen Gestaltung, in dieser Klarheit und Schlichtheit es schafft, überzeitlich zu werden und damit eigentlich auch nachhaltig bleibt. Weil im Tabernakel die Hostien, auch das allerheiligste Sakrament genannt, aufbewahrt werden, heißt dieser Altar Sakramentsaltar. Über ihm begegnet den Menschen der gegeißelte Jesus Christus. Diese Figur stand an wenig beachteter Stelle schon Jahrhunderte im Dom. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir gehen heute in der Tat daran, ein Denkmal zu weihen. Die Sprache des Glaubens, wie sie die Väter und Lehrer der Kirche geprägt und gebraucht haben, erlaubt uns bei dem, was wir hier anbeten und verehren, wirklich von einem Denkmal sprechen zu können. Wenn wir anbeten, singen, Denkmal, das uns mahnet an des Herrn Tod. Du gibst uns das Leben, o lebendig Brot. Werde gnädig Nahrung meinem Geiste du, dass er deine Wonnen koste immerzu. Nach der Weihe feierte man am neuen Altar zum ersten Mal die Eucharistie. Hier finden nun auch die Wochentagsmessen der Dompfarrei statt.